Hodensack, Hodensack, hört ihr mich? Hallo und herzlich willkommen zu diesem super cringy Vlog. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich hier mache. Heute geht's auf Three Festival 2023 und ich dachte mir einfach mal, warum dokumentiere ich das einfach nicht? Ich werde von so vielen Leuten immer gefragt, die nicht mal ansatzweise Berührungspunkte mit so einer schrecklichen Musik haben, wie man überhaupt sowas zelebriert. Daraufhin dachte ich mir halt, okay, dann machst du mal vielleicht mal einen Vlog. Auch wenn wir schreckliche MRT-Geräusche, die wir eigentlich im Krankenhaus wiederfinden, als Musik empfinden. Was ich auf jeden Fall jetzt für mich nochmal eben erledigen muss, ist tatsächlich, dass ich mir hier so ein scheiß Parking-Ticket nochmal hole. Letztes Jahr war es nämlich so, dass wir ein Parking-Ticket ziemlich spontan gekauft haben. Wir trotzdem vom Parkplatz aus zum Strand locker eine halbe Stunde vielleicht gelaufen sind. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Ich möchte aber nicht ohne Parking-Ticket dahin und von der Tankstelle aus dann eine Stunde dahin laufen, wenn ich dann irgendwas im Auto vergessen habe. Das Parking-Ticket ist bezahlt. Dann trinken wir uns mal ein bisschen Shake, weil wir möchten natürlich ein bisschen Gains saven. Weil ich bin ja jetzt offiziell auch selbsternannter Fitness-Influencer. Weil wir unterstützen hier keine Skinny People. Ein Traum. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre irgendwie übertriebenster Body, IFBB Bodybuilder oder so. Ich kann zu jedem raten, fresst, 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 werdet schön dick, damit ihr schön für Festivals oberkörperfrei tanzen könnt. Ich hoffe, ihr könnt einen kleinen Eindruck dafür gewinnen, wie toll so ein Hardstyle-Hardcore-Event sein kann. Wenn das Video jetzt nicht so laut sein sollte, nehmt euch auf jeden Fall eine Packung Ohrstöpsel mit, weil ihr sollt euer Gehör nicht schädigen. Diese Musik ist immer noch schrecklich, bitte hört sowas nicht. Ist überhaupt nicht zu empfehlen. So, dann genug gelabert. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt langsam fertig. Machen wir mal kurz eine Sporttasche hier noch ready. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen an Wechselklamotten noch mitnehmen. Übrigens, das ist mein Fit, ne? Es muss immer ein schwarzes T-Shirt sein mit einer hellen Hose. Kurze Hose ist natürlich präferiert, aber es muss immer diese Kombination sein, sonst bist du cringe. Weil natürlich, wir müssen aufgrund dessen, dass wir ein schwarzes T-Shirt haben, vermeiden, dass wir Schweißflecke sehen. Das ist ganz offensichtlich. Und offensichtlich ist dieser Fit auch dafür da, dass wir ein ziemlich zuverlässiges, vertrauenswürdiges und, ich muss schon fast selber lachen, und ein sicheres Auftreten gewährleisten. So, dann machen wir nochmal hier das Auto ein bisschen sauber. Das Video wird gesponsert, nicht von Fidschi. Shoutouts gehen raus an die Bundesregierung für die Energiepreispauschale. Ihr seid die Besten. Danke, Olaf Scholz. So, ich bin kurz auf einem Rastplatz gewesen. Die Brie hat heute 2 Liter Wasser getrunken und ist jetzt gerade mich am Eskalieren. Ich krieg richtig Klassenfahrt-Vibes, wenn ich die sehe, Alter. Kleiner Hurensohn, Alter, warum? Statement zu diesem toxisch-maskulinen Vlog. Yeah! Yeah. Selber gar nicht was sagen sollst. Erstmal eine Dose holen. Eine Dose? Da sehe ich mich drin. Und wo ist Utko? Das Kissen. Soll ich mal deinen Strand zählen? Ich brauch ans Trafohäuschen. Boah, chillig, Alter. Oh, damn. Für die Gains? Immer safe. Da kannst du für mich abbeißen. Man weiß nie, was passiert. Weiß nie, was passiert. Der Bree steht auf dem Cake. Guck mal, wie stabil der Bree ist. Ist übrigens auch Ernährungscoach. Oh Junge, zeig mal, mach mal Latspread. Mach mal Latspread. Stabile Latspread, nee. Ich will Latspread sehen. Junge. Also, ich habe auf jeden Fall deinen Arsch ein bisschen mitgefilmt. Der muss auch drauf, Digga. Der wird jeden Tag kriegen. Damn, Alter. Sis. Ich werde auf jeden Fall diese Pose noch ein bisschen editieren. Damn. Ich würde dich jetzt so gern küssen, Alter. Was denkst du, warum ich auch noch? Mal zurück. Und was haben wir hier noch so für exotische Getränke? Digga, wir haben feinsten Scheiß dabei, Alter. Was macht jetzt? Feinsten Scheiß? Feinsten Scheiß, Digga. Hier, Kiezmische. Hier. Junge, wir fahren doch mal nicht nach Hamburg. Ich hab auch noch eine Energy. Sam. Okay. Ich hab auch ganz wichtig auf jeden Fall noch Wasser. Wenn du da 8 Stunden am Strand rumlungerst, da bist du mehr als ausgetrocknet, Alter. Irgendwo habe ich auch noch einen Analplatz dabei für einen von euch. Na, ehrlich? Ja, ehrlich, Alter. Kann ich den gleich für die Fahrt benutzen, oder? Willst du haben? Ja, hab bitte. Dann suche ich weiter. Ne? Die Mülltüten von mir, Alter. Ich fühl mich jetzt einfach mal ganz unauffällig auf dem zweiten Rasthofplatz hier. Gib mal so ein kleines Statement, wie fühlst du dich?
Skala 1 bis 10. Wie viele Löwen gibst du in der Skala? Du bist ein Löwe, deswegen. Du bist schon Löwen umrechnen. Ach, Digga, 11, Alter. 11 Löwen. Es ist maximal warm. Ich werde maximal so einen Stich nachher bekommen. Stabil. Aber ich gebe keinen Fick, Alter. Scheiß drauf. Was sagst du so? War da irgendwas? Ich überlege, ob ich jetzt in den Wald scheiße oder nicht. Ja, mach mal bitte. Ich merke, dass ich also ich hab Feuchtücher dabei. Guck mal, Toilettenpapier da. Ich hab sogar Feuchtücher hier. Alter. Nein, du Spaß, Mann. Ich kann so in den Mülleimer. Du kannst auch hier in diese wunderbare Mülltonne. Also es gibt einen obdachlosen Gentleman bei uns in Lüdenscheid. Der heißt Andreas Maus, der vergewaltigt sowas. Dass du den Namen kennst, wundert mich gerade so ein bisschen. Ja, das ist halt den Typ, der ist weltbekannt. Das ist der einzige Obdachlose, der Hemd trägt, aber keine Hose. Style. Da hat er sich auch gerade ausgekackt. Das war kein Spaß mit dem Scheiß, ne? Wenn du bist irgendwo eine Toilette bekommst. Was ehrlich gesagt? Muss man halt, Digga. Ja, Digga. Das ist schon echt schlimm. Ja, Junge, wenn der Stift im schon mal. Wenn du willst, Digga, machst du ein paar Moves, Digga, dann hängt die Kacke am Bein, Alter. Ja, das ist ein bisschen unlucky. Also wenn der Stift malt, dann bitte vorzeitig Bescheid geben und halten wir an, weil ich möchte nicht in dem Auto hier mit dem Stift. Den Rücken hoch, Alter. Boah, von nichts. Ich hab Bürojob, Alter. Gibt immer noch irgendwie ein Statement? Wie fühlst du dich so? Ja, so ein 9 von 10. Und das ist geil, Alter. Ich hab gerade auch schon mit Sinn gesagt, von 1 von 10, aber in Löwen umgerechnet, wie Löwe er gerade ist. Der Schnurrbart hat geredet, Alter. Schnurrbart hat geredet? Ja. Damn. Sheesh. Relativ. So, wir sind jetzt mittlerweile angekommen. Jetzt geht's für mich auch mal ein bisschen hier mit so einem kleinen Kollegen los. Prost, Digga. Die ganzen Zeilen schon mal vor. Ich mach den Bus noch eben auf. So. Würde ich sagen, rein damit. Rein damit. Diese Dose auch warm ist echt eklig, Alter. Nee, ich weiß, da kriegst du noch Wasser, aber ist mir egal jetzt. Perfekt. Oh. Ah, ja. Ich würde sagen, sind wir ready. Jetzt gehen wir mal hin. Yeah. Schmecken, gerade spielt Bloodlust, Rebellion. Wir haben so Bock, Digga! Das wäre wunderbar! Better watch your back.
Penis oder Lada, Statement? Also wenn du schon so fragst, dann definitiv Penis, Alter. Penis? Okay. Drei Tokens für den Penis, Alter. Kommt halt immer auf den Penis an. Achso. Auf den Penis an, aber an sich ja. Also der ist drei Token wert. Ich hoffe, es lohnt sich. Ja, safe, Alter. Okay, dann brauchen wir einfach fünf Penisse. Einfach fünf. Ohne Lada. Ohne Lada. Wir haben uns gerade mal schmackhafte Cocktails geholt. Yeah! Machen wir einen kleinen Test, machen wir. Ja, 8 von 10, Alter. Löwen aber, ne? 8 von 10. War das schon so ein stabiler Löwe? Oder ja, ist okay, Alter. Probieren wir mal diesen Ginger Mojito hier. Er dürstet sich schon. Er dürstet. Damn, das kann auf jeden Fall was. Also schaut doch, wenn den Bray hier diese Cocktails macht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sass, weil da einfach Coke und Tail ist. Also ich hätte mit anderen gerechnet, sag ich dir ehrlich. Also ich sag mal so, Alter, ihr habt ja Mojitos, ich habe gehört, ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe gehört, dass Mojito halt das übelste schwule Getränk ist. Aber gib mir mal ein... Aber müsst ihr wissen. Ich hab den Monster, oder? Aber ey, gib mir mal ein Statement. Ich meine, wir sind gerade oberfreie Körper-Dudes, die ja, gerade so Cocktails trinken. Ist das noch irgendwie straight oder so? Marco ist nie straight. So, der Bray drückt sich erstmal ein Wasser, den haben wir auch schon gefühlt 3 Stunden nicht gesehen. Wie geht's dir? Meine Gehirnzellen sind verbrannt. Ja. Wo warst du gerade? Was? Wo warst du gerade? Digga, Hardcore ist brutal. Ja, bei Enger. Ich meine Stimme, Digga, ich kann gar nicht mehr reden. Junge, was hast du denn rausgeschrieben? Ey, Engerfist war gar nicht so krass. War nicht so krass. Wie war viel krasser. Ich mache auf jeden Fall einen Hashtag auf Engerfist. Ich hoffe, ihr seht das Video, macht eine englische Übersetzung und dann fickt er dich. Boah, ich liebe dich, ehrlich. Nee, würde ich nicht, Digga. Warum nicht? Aber den kann man machen danach schon. Den kannst du machen? Den kann man schon machen. Also so abschließendes Statement zu diesem Festival hier. 10 von 10. Kopf also. Kaputt knallen. Einfach 10 von 10. Kopf kaputt knallen. Kopf kaputt knallen. 11 von 10 auf jeden Fall. 11 von 10? 11? Ja. Okay, 10 von 10. Digga. Auf jeden Fall 10 von 10. Also dieses Jahr war ich auf jeden Fall, war krass, definitiv. Ich bin dabei, so 12 von 10, gar keine Frage. Aber auch Löwen, ne? Aber nächstes Jahr hole ich mir hier Safe Tripper, halt. ich hätte einfach Bock, mein Ziel zu stoßen, lieber Löwen. Übelste krass. Ja, also wir haben jetzt effektiv 5 Stunden getanzt hier, Alter. Also wirklich durchgehend. Eine kleine Pause gemacht, gegessen, getrunken. Und das, wir waren legit einfach nur jedes Stage irgendwie alle geäxt gefühlt gesehen, so, ne? Vor allem, Junge, bei der Sonne. Ich hab jemanden gesehen vorher, der war weiß, auf einmal ist er schwarz geworden. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall zum Auto. Beine sind richtig tot, vor allem Waden. Wir waren einfach unglaublich tot. Sogar unser Zeh hat Muskelkater. Und Ohrläppchen auch vom Hören. Die ganze Zeit. Ohrläppchen. Ohrläppchen auf jeden Fall auch. Nimmt jetzt jemand ein? Das ist übrigens immer noch ein Ernährungscoach hier. Ist das immer noch ein Angebot? Der wird hier auf jeden Fall verlinkt in dem Video. Der Bray, der ist auch ein ziemlich strammer Mensch, wenn es um Fitness geht. Boah, ist der juicy, Alter. Mach mal einen Taste-Test. Warte. Er hat einfach wirklich genommen, Digga. Voller Bitch. Voller Hunger, so.
Ey, Bruder, ist das verliebt in dich, ne? Er macht extra mal. Eigentlich schmeckt mir scheiße. Hol dich gleich so hart an. Guck mal, er macht. Schmeckt gut, gut, Alter. Euro selbst gemacht. Was für 1 Euro selbst gemacht? Ja. Oh mein Gott, Alter. 1 Euro. Juicy. Boah, das ist der Juicy. Alter. Sushi. So, es ist jetzt mittlerweile 10 vor 12. Das ist schon deutlich eher, als wir das letztes Jahr nach Hause gegangen sind. Wir wollten einfach nicht mehr auf die letzten Eggs warten, weil das sonst total Overkill wäre. Das sehen wir schon verdammt stockdunkel. Also eine ganz gute Uhrzeit, dass wir nach Hause gekommen sind. Ja, ich mach das Licht jetzt nicht an, weil ich aussehe wie ein obdachloser Weihnachtsmann. Aber vielleicht doch nochmal eine kleine abschließende Worte. Geht bitte nicht auf solche Festivals, die sind einfach grundsätzlich schlecht für euch. Die Musik, wie ihr gehört habt, absolut schrecklich. Tut euch das nicht an, ihr habt den Vlog gesehen. Gerade so am Arsch, ich werde jetzt gleich duschen. Dann gehe ich kacken, dann gehe ich nochmal duschen, weil ich gekackt habe. Dann esse ich was und dann lege ich mich ins Bett. Ich hoffe, euch hat trotzdem dieser Vlog gefallen. Wenn ihr Bock habt, abonniert, liked. Und hört mal ruhig in meinen Mixes rein. Ich stecke da immer viel Arbeit rein. Ich möchte eigentlich eher versuchen, diese Musik tatsächlich Leuten ein bisschen näher zu bringen, die irgendwie noch gar keine Berührungspunkte damit haben. Ich spiele Hardstyle bis Uptempo eigentlich irgendwie gefühlt alles. Schaut einfach mal vorbei. Peace.